sind ein relativ kleiner Laden. Wir haben eine bodenständige Küche. Wir haben eine sehr lockere Atmosphäre, die wir halt auch an Gast bringen. Und bei uns muss sich keiner verstecken. Wir machen keinen Shishi, sondern wir sind wirklich ein kleines Team und wir sind alles sehr entspannt. Ich bin halt kein klassischer Sommelier in dem Sinne, dass ich sage, ich bin halt wirklich nur für den Wein verantwortlich, sondern da wir so ein kleines Team sind, mache ich auch dasselbe, wie die anderen Kollegen machen. Das heißt, ich decke schon ganz normal die Tische mit ein, ich kümmere mich um den Tresen und breche halt auch mal Servietten, wenn es sein muss. Der Wein sollte eigentlich der Begleiter zum Essen sein. Allerdings, was ich persönlich auch ganz gerne mache, irgendwie, dass ich sage, ich lasse die schon mal so ein bisschen gegeneinander arbeiten, weil man hat irgendwie beim Essen auch verschiedene Komponenten, wo man sagt, okay, das passt jetzt irgendwie besser zum Wein, das passt jetzt weniger besser zum Wein. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Gäste hierher kommen und sagen, hey, wieso, lassen Sie uns heute Abend mal was Experimentelles machen. Und dann probieren wir halt einfach mal verschiedene Sachen zum Essen irgendwie so, dass ich selber sage, die Gäste gehen nachher raus mit einem Wow-Effekt und sagen, wir waren im E.T. Hoffmann Essen gewesen, wir haben einen tollen Wein getrunken, haben mit dem Sommelier unterhalten und wir haben wirklich einfach experimentelle Sachen einfach mal ausprobiert. Also ich bin gebürtiger Berliner und Berlin ist Hauptstadt, Berlin ist eine wunderschöne Stadt, man kann in Berlin verdammt viel erleben. Wir haben mehrere Sterne-Restaurants und ich denke, man kann hier schon einiges machen und ganz ehrlich, das war auch der Grund gewesen, wo ich für mich selber entschieden habe, du musst hier nicht weggehen. Wenn du dich weiterentwickeln willst, dann kannst du auch in Berlin bleiben und kannst auch einfach andere Häuser besuchen und lernst dort jede Menge.